lasst sie uns hetzen, die Lumeris. Unten seht ihr eine Elferflotte. Eine Elferflotte der Lumeris, die vor uns flüchtet und nach Hidel zu ihrem Heimatsystem fliegt. Vorher waren sie oben in unseren Systemen, haben erfolglos versucht, eine unserer Kolonien einzunehmen, haben sich aber blutige Nasen geholt, haben mit ihren Panzern und ihren Infanteristen vergeblich versucht, unser System zu stürmen. Ist ihnen nicht gelungen. Und wir setzen jetzt erbarmungslos nach. Das ist unsere Meute, die wir ihnen auf den Hals geschickt haben. 9 Nadelschiffe, frisch abgegradet mit den modernsten Technologien und den heißesten Strahlenwaffen, die es gibt im Universum, oder zumindest in dieser Galaxie. Strahlende Glut heißt diese Flotte, die sich auf den Weg gemacht hat, den Feind zu vernichten. Ich schwelge bereits in Kriegsmetaphern und Blutrausch umnebelt meine Sinne. Wie gut, dass die kühle Perfektion des Nosferatiel uns ja weiterhin begleitet in diesem Let's Play. Irgendjemand muss hier effizient sein. Da hast du definitiv recht. Meine Kriegslyrik und deine Effizienz sollten uns eigentlich zum Sieg voranpeitschen. Da bin ich sehr, sehr optimistisch. Ich beende mal diesen Zug. Wir haben zwar noch 15.000 Dust auf der hohen Kante, aber ich weiß nicht, so in Kriegszeiten so ein kleines bisschen Reserve würde ich ganz gerne behalten. So eine Runde behalten. Ein Rundenpuffer. Wenn du nur wirklich richtig geklickt hättest, könntest du auch Num Key Enter benutzen. Für was benutzen? Um den Zug zu beenden, den du nicht beendet hast. Ich hatte noch gar nicht geklickt. Ich hatte den... Sah von mir aus so aus, wo du den Cursor bewegt hast. Nein, okay. Das war ein Fake-Klick, ein angetäuschter. Ich habe so getan, als würde ich klicken, habe es aber nicht gemacht. Ernsthaft. Forschung abgeschlossen, die N... Von Effizienz geredet. Ja, Effizienz und WB, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe, glaube ich. N-dimensionale Topologien haben wir jetzt erforscht. Und damit potenziell die Möglichkeit, dieser Bewegungsbonus gilt der automatisch für alle unsere Schiffe und Flotten oder müssen wir den dann... Oh, das ist ja cool. Kein Modul, das wir verbauen müssen. Tiefraumtreibstofflager. Jetzt kriegen wir den Feind noch eher. Oh, wir haben eine Tat abgeschlossen. Eine historische galaktische Tat. Als Mäzen der Wissenschaft haben wir uns erwiesen, 15 Technologien als erster freigeschaltet aus diesem Tortenstück her. Wissenschaft und Erkundung. Cool. 3000 Forschungspunkte gibt es oben drauf. Und jetzt ziehen wir mal. Nein, wir ziehen mal nicht mit allen. Wir nehmen uns hier. Was ist denn hier? Eine Zehnerflotte. Und was ist das hier? Das ist eine Zehnerflotte der Vodiani, die anscheinend auch auf seltsame Ideen kommen. Wer zuerst auf dem Boden ist, darf zuerst erobern. Dann nehme ich erstmal unsere Nadelschiffchen, fliege hierhin mit denen. Aber wo ist denn der Feind? Guck mal hier. Schau dir das mal an. Eine 17. 17 Schiffe der Lumeris, die flüchten von System zu... Flotten. Wohin sind die unterwegs? Was haben die vor? Nach Adana. Die fliegen, glaube ich, vor den Vodiani. Und wir können das System deshalb nicht, angreifen. Siehst du warum? Weil hier eine Flotte der Vodiani ist. Das heißt, wir müssten denen quasi den Krieg erklären, oder? Ich fürchte, die waren zuerst da. Also lass uns nach Adana weiterfliegen. Da können wir auch gleich sehen, wie schnell das funktioniert, durch den leeren Raum zu fliegen. Sind wir denn fit genug, um die Schiffe von denen zu pulverisieren? Es ist nicht eine Flotte, es sind zwei. Und ich habe gerade eben geguckt, als du da drüber gefahren bist. Guck mal, was diese Flotte hat. Die hat 28.000 Leben und, irgend sowas wie 565 Angriff, 1335 Verteidigung. Guck jetzt mal auf unsere Flotte. Wir dagegen haben stolze, wir haben doppelt so viele Trefferpunkte und ein Vielfaches an Angriffsstärke. Schon packt mich wieder der Mut. Ich schick mal sofort unsere Nadelflotte hier hin. Komm, go. Warum geht das nicht? Weil die keine Trefferpunkte mehr haben oder weil ich mich verklicke? Ich versuch's nochmal. Lass uns mal kurz gucken, was die Vodiani getan haben. Also bei den diplomatischen Nachrichten irgendwo die Grenzen sind geschlossen. Was? Erstmal schauen wir uns die Lumeris an. Was? Oh! Peter hat einen Waffenstillstand geschlossen. Nein! Unser eigener Verbündeter fällt uns in den Rücken und ohne uns zu fragen, dieser Kleinstverbündete, den wir haben, dieser Gartenzwerg von Verbündete, der schließt hinter unserem Rücken einen Waffenstillstand mit unserem Feind ab und durchkreuzt alle unsere Pläne.
Bist du auch so wütend wie ich in diesem Augenblick? Lass sie uns einfach genug schmieren, dass wir wieder in Frieden zurückkommen und endlich mit dem Wurzeln weitermachen. Das ist einfach dumm. Wir brauchen immer noch deren Hauptsystem und dann kaufen wir es sofort, sobald wir es verwurzelt haben. Ich habe jetzt keine Geduld mehr mit den Lumeris. Also rein zu den Lumeris. Wo haben wir sie? Die sind hier unten und wir schmieren sie. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Wir könnten ihnen nur den Krieg erklären im Waffenstillstand. Verdammt. Wir können noch nicht mal eine Stufe weitergehen. Das heißt, das darf doch nicht wahr sein. Das heißt, wir müssen jetzt vermutlich 10 Runden. Was meinst du, wie lange? 10 Runden abwarten? Oder einmal 3100 opfern. Und wir können ja vorher unsere Flotte direkt vor ihrem Heimatplaneten parken und dann lass uns einfach den Heimatplaneten einnehmen. Das heißt, Krieg erklären geht schon. Die 3000 Einflusspunkte sind für uns kein Problem. Die produzieren wir in einer Runde. Das heißt, wir können den Waffenstillstand sofort brechen. In welchem Augenblick brechen wir den? Brechen wir den jetzt oder fliegen wir erstmal rüber? Wenn du erstmal rauszoomen könntest für einen Moment. Ich muss erstmal gucken, wo wir überhaupt... Mist. Wir müssen ihn wahrscheinlich jetzt brechen, aus einem simplen Grund. Wir haben keine Ranken außer über Hiedel. Und über Hiedel werden gerade die Ranken abgebaut, weil sie uns die Grenzen geschlossen haben. Wenn wir jetzt also Hiedel nicht diese oder nächste Runde einnehmen, sind die Ranken weg. Und auch NGC kannst du dann nicht mehr verranken, Adana kannst du nicht mehr verranken, alles ist dann rankenlos. Das heißt, wir erklären ihnen jetzt den Krieg und müssten dann... Und dann können wir Hiedel weiter verranken oder... Dann können wir Hiedel stürmen. Stürmen und dann ist die Ranken, sind die Ranken automatisch auf 100%. Genau. Dann lass uns das machen. Ich weiß, jetzt kommen die ich sehe schon, wie die ersten Zuschauer wütend in die Tasten hacken und als Kommentare drunter posten, hey, Nosferatu, hey WB, von wegen, großes Friedensgelübde, mit dem habt ihr doch das Let's Play begonnen. Und jetzt macht ihr einen auf völlig militaristisch, aber andererseits, Nosferatu und ich, vor allem ich, wir haben doch auch Gefühle. Verletzter Stolz ist ein heftiges Gefühl. Rache und Durst ebenfalls. Und sollen wir uns wirklich von den Lumeris auf der Nase herumtanzen lassen, Nosferatu? Wie ich gesagt habe, mir ist die Geduld... Nee, der Geduldsfaden ist mir gerissen, meine Geduld ist am Ende. Ich will diese Viecher einfach nur noch aus dem galaktischen Arm dort wegbekommen. Ich kann dir nur zustimmen. Wer mit unseren ernst gemeinten Friedensangeboten so schrecklich umgeht, auf unseren Baumleichen herumtanzt, unsere Systeme invasiert, der darf nicht mit Gnade rechnen. Nein. Damit würden wir denen auch was durchgehen lassen, was ein ganz schlechtes Vorbild wäre für alle anderen Fraktionen. Dann würden die nämlich die Lektion lernen, dass man mit uns, wie man hier im Rheinland bei mir sagt, entschuldigt bitte, den Molly machen kann. Dass man uns also auf der Nase rumtanzen kann. Wir erklären den Kollegen den Krieg für 3000 Einflusspunkte und haben einmal nicht, der Himmel sei gepriesen, dieses nervöse Herumtänzeln hier des Balkans, ob das der Gegenseite gefällt oder nicht, sondern unterbreiten in Anführungszeichen dieses Angebot. A worrying message from a suspicious source. Naja. Erwartet nicht, dass wir auf dem Schlachtfeld Gnade zeigen. Haha. Überrascht? Hoho. Ja, dann bitte lass uns schnell das machen, bevor Peter wieder irgendwelche Waffenstillstandsabkommen schreibt. So, das heißt, hier sind wir jetzt. Es ist der Button unten links. Wir können hier auf Einfallen klicken. Zwei Hexfelder übereinander, greifen mit 900 Infanterien und 54 Panzern an. Mit 0 Infanterie, 54 Panzern und 3. Genau. So. Und dann, dank unserer Überlegenheit, bin ich dafür, dass du den Blitzkrieg erklärst. Das mache ich sehr gerne. Was uns bringt, dass unser Personaleinsatzlimit steigt, was bedeutet das? Dass wir können mehr Personal gleichzeitig auf den Planeten bringen, also 30% mehr als normal, als unser Limit von 900 Truppen. Unsere Truppen haben weniger Gesundheit, aber da wir sowieso überlegen, viele Leute in unseren Nadeln im Orbit haben, kann es das egal sein. Attacke! Wir kämpfen mit einem Blitzangriff auf Hiedel. So, Bäume stapfen auf die Gegner zu.
schwere Verluste auf Seiten des Feindes, aber ob wir das in einer Runde jetzt schaffen, das glaube ich eher nicht. Dritte Kampfrunde. Eine der beiden Komponenten bei den Truppen des Feindes ist immerhin komplett ausgeschaltet. Der Teil kann dann auch nicht mehr regenerieren, nicht? Die Infanteristen, nur die Panzer bleiben übrig. Sie können natürlich Leute einziehen. Also Bevölkerung dafür opfern, nochmal 200 Mann dazu zu bekommen. Aber sie haben mit 700 angefangen, sie haben 600 dieser Runde verloren. Wir haben 150 verloren. Wenn sie jetzt nochmal den Mist machen, werden sie damit nicht besser davonkommen. Sondern nächste Runde haben wir so oder so. Außer es wird ein Waffenstillstand geschrieben. Also bitte klick auf Fortsetzen. Das mache ich sehr gerne. Ich habe uns gerade ein kleines Akustikproblem auf deiner Seite leider hören müssen. Ich glaube, vor lauter Begeisterung hast du dir vor lauter Kriegslust das Mikrofon abgerissen, trampelst darauf herum oder trinkst gerade schon Met oder irgendein. Kann das sein? Also ich weiß nicht, was es getan hat. Meine Konstruktion ist sowieso etwas abenteuerlich. Immerhin ist auf einer wackeligen Box ein Becher, an den ich mit Hilfe eines Kleenex-Tuchs, was ich in den Griff des Mikrofons und den Griff des Bechers geschlungen habe, das Mikro oben auf der Öffnung des Bechers aufgelegt. Das seid ja alles verziehen, weil wir hier in Kriegszeiten leben. Da muss man improvisieren. An der Front ist halt, da ist Innenarchitektur wird da nicht groß geschrieben. Da muss man viel improvisieren. Jetzt schauen wir uns noch die anderen Systeme an. Ganz, ganz schnell. Trieme haben wir umrankt. Das ist hier und gehört wem? Das gehört auch den Nachbarn. Das gehört den Vordiani. Schnappen uns. Dann lass uns doch mal von Triime bitte nach IC04593 gehen. Hier dann direkt daneben. Gerne. Entschuldigung, der ein Zusammenrechner Stern. Der Grund dafür ist einfach nur, dass direkt im Süden davon der Lumeris-Raum ist und das ein Sprungbrett sein kann von der anderen Seite. Mit dem Ranken wieder an Pegasus ranzukommen. Das ist gemein. Gemein und deshalb vollkommen bekommst du dafür sehr viele Sympathiepunkte von mir. Das haben wir umrankt. Das nächste System ist Delphinus. Schauen wir uns auch mal an. Das ist Tatarata. Das erste Heimatsystem einer anderen Fraktion, das wir umrankt haben. Nein. In dem Fall. Das zweite? Das erste, was wir umrankt hatten, war das Imperium-System. Das zweite, stimmt, das der Rissgeborenen. Das ist jetzt, glaube ich, das vierte, denn das dritte war das der Vordiani. Na dann. Delphinus ist umrankt und wir packen uns hier die beiden Rankenschiffe, die wir hier haben und könnten nach Cheng weiterfliegen. Ich bin dafür, dass du nach Oyad gehst, weil dort noch mehrere Systeme sind, die wir noch nicht haben und sehr die gerne noch vollkommen umgesetzt sind. Geht relativ fix. Du kannst diese Runde schon mit Ranken anfangen. Cool. Dank unseres netten kleinen technologischen Vorsprungs in der Überwindung des leeren Raums. Da hat sich das sofort ausgezahlt, dass wir diese Technologie uns geholt haben. Dann haben wir eine neue Technologiestufe freigeschaltet in dem Quadranten. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Ach, wir hatten doch zuletzt einen neuen Kuriositätentyp für die Erforschung freigeschaltet. Wir wollten noch mal kurz durch die Planeten gehen. Sollen wir das mal machen zwischendurch? Ich glaube nicht, dass du es unbedingt machen musst. Die Hauptart von Kuriositäten, die du da entdecken kannst, ist, dass die noch nicht gefundene Systeme freischalten. Du kannst dann also von Systemen benachbarte oder in der Konstellation angeschlossene andere Systeme entdecken. Ich denke, wir haben schon sehr gute Scout-Arbeit geleistet, dass das für uns nicht unbedingt das Wichtigste wäre. Wir haben in Duell ein kleines Zufriedenheitsproblem, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Eigentlich müsste unsere Bevölkerung doch toben und auf den Tischen tanzen vor Vergnügen, dass wir hier diesen Krieg vom Zaun gebrochen haben. Was könnten wir hier bauen, um die Zufriedenheit zu stemmen? Erstmal lass uns das System modernisieren. Das kostet nur eine Runde und bringt uns 25 mehr. Sofort eingestellt, ei. Dann die Spezialisierung, also der Gasplanet wird zum Eden, der Monsunplanet von mir aus auch. Einmal hier, einmal dort, okay.
Wollen wir den Planeten dann auch gleich noch einmal terraformen? Das bringt ja auch nochmal Zufriedenheit. Das können wir gerne machen. Wald oder terranisch? Also rollenspielmäßig müsste das eigentlich Wald sein. Aber terranisch ist, glaube ich, die fortgeschrittenere Variante. Naja, eigentlich sind beide okay. Sie bringen nur Verbesserungen. Wenn du mal guckst, das bringt plus 5 insgesamt an Ressourcen. Das hier bringt auch plus 5 an Ressourcen. Der Unterschied ist, dass der Wald mehr Industrie bringt und der terranische Planet mehr Wissenschaft. Sonst gibt es zwischen denen keinen wirklich relevanten Unterschied. Also, erstens, ich bin Industriefetischist, zweitens du auch und drittens, wir machen ein Rollenspiel, wir spielen hier Bäume. Deshalb bleibt uns gar nichts anderes übrig, als den Wald hier einzustellen, finde ich. Ja, dann kannst du noch die Mikrowellen einstellen und... Die Mikrowellen, wie fingen die nochmal an? Die hattest du da eben schon, die hattest du direkt unterm Cursor, was der Grund ist, warum du es mal wieder nicht gesehen hast. Mikrowellenrohre sind eingestellt, 14 Runden, das reicht. Und raus? Ja. Dann nochmal ein Blick hier drauf. Sirius, öffentliche, private Partnerschaften sind fertig. Bevölkerung knapp unter 100% Zufriedenheit. Dann modernisieren wir das doch erst einmal. Das mache ich sehr gerne. Da ist es. Okay. Spezialisieren mal den Wald von Sirius 5 auf den Eden. Es ist ja sicherlich sowieso schon mal Eden. Gerne. Dann kolonisieren wir doch mal die Wüste, bauen einen unbegrenzten Supermarkt hinterher, damit die Leute nicht zu unzufrieden damit sind. Und danach noch einen Lavaplaneten. Wird ebenfalls kolonisiert. Das ist schon bitter hier, ne? Dass hier etwas zerstört ist. Ja, zerstörte Planeten, du kannst auch die... die dritte Stufe an Fraktionsschiffen, die sogenannten Trägerschiffe, erforschen und die einmal upgraden und dann haben sie die Fähigkeit, Planeten zu zerstören. Ja, ich glaube, das können wir uns rollenspielmäßig als Anfalle nicht leisten. Das ist irgendwie... Ist egal, das sind jetzt Zukunftsträumereien. Jetzt bleiben wir erstmal im Hier und Jetzt und bei unserem Vernichtungsfeldzug gegen die Lumeris. 7 Runden hier, Bauaufträge, noch irgendwas zum Schluss oder... Ich würde einfach mal anfangen, die Forschungsgebäude alle zu bauen. Das heißt, wir fangen die einmal der Reihe nach durch hier. Alles klar. Das sind mehr als genug Runden. Das reicht dicker. Jetzt sind wir hier mit allem fertig. Jawohl, prima. Und raus. Oha. Eine Kriegserklärung der Craver. Wir waren vorher noch im Kalten Krieg. Es gibt auch alternative Möglichkeiten. Bitte? Wir hatten vorher Kalten Krieg. Die Craver haben sich jetzt natürlich, es war ja relativ offensichtlich mit den ganzen Schiffen, die da ankamen. Also müssen wir uns gleich mal darum kümmern, dass unsere Heldenflotte dort unten ein wenig zu schießen bekommt. Wir haben übrigens auch ein neues Modul bekommen, was wir mal eben noch in unsere Schiffchen einbauen sollten. Sehr gerne. Ich guck mir mal kurz vorher, ich gehe mal kurz vorher mit der Karte zu den Cravern hin. Das ist hier, ganz genau hier. Polaris. Das ist hier eine Flotte. Und hier ist eine zweite Flotte. Und dann haben wir noch unsere hier mit unserem Helden. Und jetzt, ach, ich mach das auch nochmal vorher noch komplett mit der anderen diplomatischen Nachricht. Ebenfalls die Craver. Verschlagen wie sie sind, erklären uns, warum sie diesen Krieg erklärt haben. Weil sie ihn als mühelos betrachten. Weil wir gar keinen richtigen Widerstand leisten würden, behaupten sie, frech wie sie sind. Rein in die Flottenverwaltung. Du wolltest den Helden oder die Nadelschiffe upgraden? Beides, ne? Die Nadel erstmal. Erstmal die Nadel, ja. Dann haben wir jetzt einen neuen Antrieb. Ah. Den kann ich vermutlich an einem Pfeil erkennen. Das ist der, genau, den wir vorher hatten. Das war der Hyperium-Antrieb. Und jetzt käme der Antimaterie-Antrieb. Und er würde unter anderem den Ausweichwert des Schiffes erhöhen. Das heißt, die sind im Kampf dann auch besser, oder? Die sind weniger, ist weniger wahrscheinlich, dass du getroffen wirst und sie haben einen Bewegungspunkt mehr. Es gibt also keinen Nachteil daran, das zu ersetzen. Dann machen wir das. Das war's schon. Das war's schon. Und den Helden nicht anschauen, doch anschauen? Doch.
Doch, den Helden kannst du auch nochmal eben upgraden, dass er den neuen Antrieb bekommt, sonst bringt es ja nichts, dass die Flotte eben. Wird ja dann genauso langsam sein. Das ist der Held? Ausnahmsweise mit einem Doppelklick, das kennt ich ja sonst gar nicht bei Atlas Space 2, dass man nur mit einem Doppelklick in ein Menü reinkommt. Und dem verpassen wir ebenfalls hier den besseren Antrieb. Bestätigen das. Und gehen raus und jetzt gibt's doch sicher... Achso, die Kosten wurden uns automatisch schon abgezogen, ne? Für den Helden ja, für die andere Flotte nicht. Du musst also die Flotte nochmal auf alle auswählen klicken und dann... Dann klicken wir hier auf Reparieren und Aufwerten. Und schon ist es passiert. Dann lass uns mal die Craver-Flotte im Orbit noch zerstören. Das mache ich sehr, sehr gerne. Attacke, hiermit, angreifen. Und jetzt können wir doch mal einen spektakulären Kampf beobachten. Die zerschmetternde Horde, bestehend aus diesen Schiffchen hier, den Schlechtern, gegen die schwelende Glut. Die Frage ist, mit welcher Taktik gehen wir in die Schlacht? Die sind hier ganz schlecht auf Kurzstrecke, ganz miserabel. Und... Ja, sie haben alle Raketen und wir sind alle auf Kurzstrecken okay bis gut. Plus, sie haben alle kinetische Waffen, das heißt, Rumpfabsorption ist der Schlüssel. Schildkröte ist die perfekte Taktik dafür. Dann lass uns doch mal sehen, wie diese großen Riesenpötte gegen unsere kleinen Minischiffchen mit Raketen funktionieren. Da bin ich sehr gespannt, ob die unsere vielen, vielen Schiffchen überhaupt treffen können mit ihren gelegentlichen Raketen, die sie abfeuern. Ich habe so das Gefühl, nicht unbedingt. Es gab ja zuletzt mal eine längere Diskussion, unter anderem in den Kommentaren unter unseren Videos darüber, ob wir nicht ein paar dicke Pötte kaufen sollten oder bauen sollten, statt diesen vielen kleinen Schiffchen. Und eine Argumentation war ja immer, wenn der Feind Raketen hat, beispielsweise vor allem dann ist es gut, wenn man viele kleine Schiffe hat, weil die halt immer nur auf ein Schiff schießen können. Die können immer nur ein Ziel anvisieren. Kleine Schiff mit Kinetik hat, ist natürlich noch umso besser. Guck mal, wie da die Balken in der zweiten Flotte kaputt gehen. Das eine Quaver-Schiff ist weg, das nächste Quaver-Schiff ist weg. Unser Held hat ein bisschen was eingesteckt. Die erste Flotte ist gleich wahrscheinlich komplett kaputt. Und die dritte Flotte auch. Für irgendetwas, was als ausgewogen scheinen sollte, würde ich sagen, das ist sehr eindeutig, oder? Das war ein entscheidender Sieg, wo wir gerade noch ganz am Schluss die entscheidende Explosion im Weltraum beobachten konnten. Craver AD im Sternsystem Polaris vernichtet. Har, har, har. Sehr schön, klasse. Und raus. Und da ist doch noch was. Ja, aber der ist nicht im gleichen Sternensystem. Der scheint direkt im Warp auf irgendetwas, was in einer geraden Linie rechts oben sein muss, hinzufliegen. Kannst mal gucken, was zur Hölle das sein soll? Kionos? Sieht tatsächlich danach aus. Du meinst der... Achso, weil der mitten im Raum hängt? Aber hier ist ja nichts... Achso, du meinst, der fliegt quer durch den Raum einfach, da oben hin? Der ist aber lange unterwegs, ne? Das ist auf jeden Fall so. Vielleicht gibt es auch noch ein System in der Mitte zwischen NGC, Lahat, Kikra und Polaris, das wir noch nicht kennen. Wer weiß? Du solltest vielleicht mal von unserer Flotte dort eine Sonde hinschicken, in die Richtung, wo jetzt gerade der Craver hinfährt. Das mache ich sehr gerne. Das heißt, wenn wir mal beobachten, wie der fliegt, dann könnte das genau richtig sein. Ja, ich mache eins nach links. So, das müsste reichen. Da sind wir mal sehr gespannt. Und dann schick doch mal unsere Flotte jetzt mal, nachdem du sie repariert hast. Ich dachte, das sei eine deiner Lieblingsaktionen. Alle werden repariert. Nach Perseus. Einem Craver-System. Aber entweder nach Perseus oder nach Echius. Eins von beiden. Die sind die Systeme, die wir auf jeden Fall direkt verwurzeln können und die auf dem direkten Weg zu
den Feindsystemen wehren, lass uns die Gegenangriff führen, nicht wahr? Hier haben wir ja im Augenblick drei Rankenschiffe von uns, die sind schon unterwegs auf... Nach Bota sind die unterwegs. Nein, die sind nach HD 44179 unterwegs. Und weitere Rangschiffe dahinter. Du meinst, die zu beschützen wird nicht notwendig sein. Der Feind würde da nicht angreifen. Ich bin, glaube ich, eher so von der vorsichtigen Sorte. Selbst wenn er angreifen würde, könnten wir fliehen. Es ist das mir stimmt. relativ egal, auch was mit diesen Schiffen passiert. Ich würde lieber währenddessen Echios einnehmen, weil es in unserer Rangreichweite wäre und wir dann eine Basis hätten, wo wir zur Not auch nochmal 5 weitere Schiffe kaufen können. Gute Idee. Meinst du, wir kommen auf direktem Weg hier hin? Ich gehe mal mit der Maus hier hin. Da würde 3, 3,5 Runden dauern. Der Flug nach Perseus sind 3. Perseus ist nur ein Außenposten. Das heißt, wir können durchaus den direkten Weg hier fliegen, ne? Dann lass uns den direkten Weg fliegen. Wir flitzen hier rüber. Hallo. Ist das Befehlsverweigerung? Er hat keine Bewegungspunkte mehr. Ach so, ich dachte schon. Und dann schauen wir uns noch an, wie hier Bevölkerung, das haben wir schon mal diskutiert, das lassen wir im Augenblick weg. Dann schauen wir uns noch die Schiffchen hier an. Hier ist ein Rankenschiff. Viele Rankenschiffe sind hier angekommen. Die fassen wir zusammen. Und um Ranken HD 44179, was in nur 2 Runden geschieht. Dann sind wir hier in Zaurak im Horatio-System angekommen mit 2 Rankenschiffen. Das wird hier 5 Runden dauern, bis wir damit fertig sind. Dann sind wir mit einer einzelnen Nadel in Sirius. Die könntest du mal eben upgraden. Ist eine Nadel 7. Die Frage ist, wohin schicken wir die? Nach Hiedel. Weil? Weil jede Nadel unsere Bodenpersonalkapazität erhöht, damit wir schneller und besser Planetensysteme einnehmen können. Und auf Hiedel sind wir ja in der Offensive. Wir schlagen jetzt zu. Mittlerweile, wir haben lang genug, glaube ich, zugeguckt, wie unsere Feinde das einfach nicht, die waren einfach nicht dankbar genug für unsere friedliche Strategie. Wir haben die ganze Galaxie vernetzt mit unseren Ranken, unseren Handelswegen, haben Wohlstand und Frieden über die ganze Galaxie gebracht, haben Feinde zusammengeführt, sind mit einem Ölzweig zwischen unseren, im Schnabel sind wir quasi mit unseren Raumschiffen hinterher geglitten von einem System zum nächsten und waren einfach die Friedensengel in persona. Und wie ist es uns gedankt worden mit diesen heimtückischen Angriffen der Lumeris, pfui, die Craver jetzt auch noch, da schwillt einem doch der Kamm. Und all die Gelübde von Beginn, dass wir hier wirklich nur auf Friedenskurs sind, die gelten weiterhin, aber werden ergänzt um ein kleines bisschen verletztem Stolz und den Konsequenzen, den mörderischen Konsequenzen, die wir daraus ziehen.